Schlechte Nachrichten in Wildeshausen. Sohn Tyler ist krank. Marks morgige Überraschungsreise nach Mallorca droht zu platzen. Sarahs Vater Michael kommt zu Hilfe. Ich habe leider ein krankes Kind. Oh. Was ist denn? Tyler hat Fieber. Und weil wir morgen eigentlich nach Spanien wollen, muss ich jetzt mal mit ihm zum Arzt fahren. Es ist zwar schon besser als heute Morgen, aber wenn das so nicht besser wird, kann ich auch nicht fahren. Oh, gut. Möchtest du zum Opa bleiben, Valentina? Das wird mir sehr helfen. Warte. Mama. Die möchte nämlich nicht. Die riecht den Braten. Gut, ich fahre den Wagen mal in den Braten. Wer macht das jetzt? Ich war total geschockt und erschrocken. Und mein armer kleiner Muckel, der jetzt Fieber hat hier an so einem Tag, wo es am nächsten Tag irgendwie losgehen soll. Papa, kannst du mal gucken, ob in der Garage der andere Autositz ist? Ich fahr da eben ran, ja? Ja, okay. Kommst du, ich fahr mal eben nach vorne. Ja, das glaube ich. Ich mache mal ein Fenster runter. Okay? Mama, das ist falsch. Das ist auch falsch. Von draußen kommt das. Was kommt von draußen? Das Kalte oder das Heiße? Nein, das Heiße kommt von rein. Ich wusste nicht, was mit ihm ist. Und ich habe im Auto auf dem Weg dahin echt Panik bekommen, denn hätte ich jetzt ein krankes Kind zu Hause, dann würde der Geburtstag ins Wasser fallen und dann hätte ich nicht nur ein krankes Kind, sondern auch einen sehr frustrierten Ehemann. Sehr gut. Und sag mal, ganz laut. Sag mal, A. Sag mal was, Tyler, damit dein Zäpfchen sich bewegt. Sag mal, A. Also es sieht so aus, als wäre das so ein Virusinfekt, so eine Art Sommergrippe, oder? Die Vorläufer von irgendwas anderem. Und noch ist nicht klar, was mit Tyler ist. Er hat immer noch Fieber und wir müssen sehen, wie es sich heute Abend entwickelt. Wenn es ihm bis heute Nacht nicht besser geht, dann werde ich morgen nicht nach Mallorca fliegen. Okay, wir planen jetzt morgen wegzufahren eigentlich. Also, mein Mann und ich, die Kinder nicht. Aber wir sind ja hier in Betreuung. Ja. Ne? Also, wir müssen notfalls jemand nochmal mit Ihnen herkommen, das wäre kein Problem. Ja. Und so schlecht, dass man jetzt sagt, so muss man gleich alle Register ziehen, Blut untersuchen, Blutbild machen, Entzündungsparameter messen und so. So schlimm krank ist er jetzt auch nicht. Das kann in alle Richtungen sein. Das kann auch sein, dass es übermorgen so wieder ausgeheilt ist. Mhm. Ja. Bye bye. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss.